Gute vitalen Mobilisten, Campingfreunde und Technikfreaks, herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal Neues aus dem Studio Hessen. Mein Name ist Stefan und heute heißt es mal wieder Stellplatzreport Nummer 4. Und das wird auch der letzte Stellplatzreport sein, weil dann geht langsam unser Urlaub zu Ende. Und wir sind derzeit in Sinsheim. Und wie es jetzt hier in Sinsheim aussieht und was für Kosten auf euch zukommen, wie der Platz aufgeteilt ist, ob es Einschränkungen gibt, das erfahrt ihr alles nach dem Intro. Bis gleich. So, Lieben, ich habe schon erwähnt, wir sind in Sinsheim auf dem Stellplatz am Freibad und der Stellplatz hier ist natürlich mit einer Schranke versehen. Und bevor ihr einfahren könnt, müsst ihr euch hier erstmal eine Karte besorgen, ne? So eine Einfahrtskarte. So, ihr müsst dann hier Knöpfchen drücken und dann kommt die Karte da raus. Und dann werdet ihr erstmal reingelassen. Die Schranke geht hoch, ihr könnt reinfahren. Die Karte sieht dann so aus, ich habe die logischerweise auch dabei. So, dann sieht die Karte aus. Diese Karte müsst ihr eigentlich immer dabei haben, ja, so, weil wenn ihr hier auf Toilette wollt oder sowas, mit der Karte, geht nur mit der Karte öffnen. Wenn ihr hier duschen wollt oder sowas, ebenfalls mit der Karte. Wenn ihr hinten aus dem Tor rausgehen möchtet, alles nur mit der Karte. So, was ihr aber zuallererst machen müsst, wenn ihr dann hier auf dem Platz gefahren seid und euch dann hingestellt habt, das ist die Karte erstmal aufladen. Und dazu müsst ihr hier an diesen Automaten gehen. So, lass mal die Karte wegstecken wieder. So, meine ist aufgeladen. Da habt ihr hier diesen Automaten. Und dann erstmal Knöpfchen drücken, irgendeins. Und dann seht ihr, wählt ihr erstmal eure Sprache aus. Und dann dürft ihr erstmal hier gucken, einchecken. So, jetzt solltet ihr die Karte einschieben. Und dann werdet ihr erstmal gefragt, wie lange ihr hier übernachten möchtet. So, dann, wenn ihr das angegeben habt, wie lange ihr hier übernachten wollt, werdet ihr darauf hingewiesen, dass die Karte noch einen Pfand hat von 5 Euro. Dann kommt ihr weiter in Menü rein, wo ihr dann nochmal separat aufladen könnt. Also bis zu 10 Euro könnt ihr dann nochmal separat aufladen und könnt dann hier dann Strom und Wasser und das ganze Gedöns oder Duschen, ja, so. Das könnt ihr dann alles mit diesem Guthaben machen. Was ihr nachher, wenn ihr den Platz verlasst, dann nachher zu viel auf der Karte habt, das könnt ihr hier euch wieder auszahlen lassen, wenn es dann funktioniert. Ich bin schon sehr gespannt, weil ich habe hier eben schon mit dem Einheimischen gesprochen, die schon gesagt haben, ja, das ist nicht so ganz ausgereift noch nicht, das ganze Zeugs hier. Ich bin sehr gespannt. Ihr könnt hier mit Bargeld bezahlen, ihr könnt aber auch mit allen Scheckkarten könnt ihr hier bezahlen und bekommt dann hier oben eine Quittung raus. Und diese Quittung solltet ihr auf jeden Fall ins Fenster hängen. So wird darauf hingewiesen. Wir haben zwar noch niemand gesehen, der hier kontrolliert hat, aber naja, das Teufel ist halt ein Eichhörnchen. Und ja, des Weiteren sollt ihr auf jeden Fall, oder müsst ihr auf jeden Fall, weil die haben ja auch eine Registrierungspflicht hier, diesen Zettel ausfüllen. Diesen Zettel hier. Das müsst ihr ausfüllen. Und dann müsst ihr mit dem Zettel, wenn ihr den ausgefüllt habt, da steht drauf, ihr sollt die Adresse oder eine Telefonnummer angeben. Also ich habe jetzt nur eine Telefonnummer angegeben, weil ich sehe nicht ein, dann, dass ich noch groß meine Adresse preisgeben soll. So, dann müsst ihr mit dem Zettel hier hingehen. Hier vorne ist ein Briefkasten. Und werft dann diesen Zettel hier in den Briefkasten rein. Ja, so. Gut, gehen wir weiter. Ja, eben, ich habe schon gesagt, der Platz hat hier also auch eine Toilette und Duschen und so weiter. Und ja, genau, zeige ich euch jetzt mal. Hier ist die Toilette, also WC, und hier neben dran sind auch gleich die Duschen. Das sind zwei Stück. Ich habe schon gesagt, ihr braucht für jede Dusche, ihr braucht für alles, was ihr braucht, eure Karte. Die müsst ihr dann hier davor halten und dann öffnet sich die Tür. Bei der Dusche müsst ihr euch ein bisschen beeilen, sage ich mal so, weil hier kostet die Minute 30 Cent. Ja, ich weiß nicht, also irgendwie finde ich es ein bisschen überzogen, 30 Cent, aber gut.
wer wird schon duschen? Ne? So, wir haben ja alle unsere Duschen im Wohnmobil drin, von daher ist es in Ordnung. Was immer noch ist, das wurde auch schon ein paar Mal auf den verschiedenen Kanälen so erzählt und negativ dargestellt, sind die Baustellen hier. Die Baustellen sind natürlich immer noch da, die kann man auch nicht abschalten, die Baustellen. Was aber genauso bescheiden ist, ist die Bahn. Die Bahn hört man eigentlich immer. Es ist zwar nicht ganz so laut und wenn einer nicht so ganz empfindlich ist, dann ist es auch nicht unbedingt störend, ja, aber sie ist halt da, die Bahn. Tja, ob die 9 Euro gerechtfertigt sind, das wage ich mal zu bezweifeln, weil wie gesagt, Bahn und Baustellen, das sind einfach Sachen, die rechtfertigen diesen 9 Euro nicht. Es sind übrigens viele hier auf dem Platz der Meinung und sagen auch ganz viele, wenn hier nebendran das Freibad dann auf hat, dann hat man den ganzen Tag das Gepläge und das Geschreie. Also von wegen Erholung ist hier nicht wirklich angesagt. Ja, so. Ja, ansonsten, die Parzellen sind eigentlich schön groß, da gibt es gar nichts zu meckern. Strom und Wasser, 100 Liter, 1 Euro. Und 1 Euro 2 kW, meine ich, wäre es gewesen, 2 kW. Okay, kommen wir jetzt nochmal zum Fazit von meiner Seite her, von den letzten Wochen, die wir jetzt unterwegs waren. Und wir können also nichts Negatives sagen. Die Plätze, die waren eigentlich immer auf. Allerdings haben wir auch immer bei dem Betreiber angerufen, bei dem Platzbetreiber angerufen, ob es nun die Touristik ist oder ob es privat war. War es völlig egal. Und bis auf das eine Mal in Neustadt, da haben wir nämlich nirgendwo angerufen. Und das war natürlich ein Reinfall. Dann waren wir auch selbst dran schuld. Aber sonst muss man sagen, wir sind irgendwo hängen geblieben, dass wir sagen könnten, ach nee, wir konnten hier nicht übernachten. Alles soweit gut. Also, ruft an bei den Leuten und auch wenn die ab und zu mal ein bisschen genervt erscheinen, ruft an und dann habt ihr auch keine Probleme mit den Stellplätzen oder mit den Übernachtungen. Hat es euch gefallen? Gebt mir einen Daumen nach oben. Wenn nicht, gebt mir beide Daumen nach oben. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Mein Kanal ist Neues aus dem Studio Hessen. Mein Name ist Stefan. Ich sage Ciao, bye bye, bis zum nächsten Mal. Tschüssli.